178. Der schaukelt also spät durch Nacht und Wind. Oh, da bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Aha. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Ja. Es ist einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay, dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süßer. Und da wären wir. Tja, es ist, gemütlich? Was? Minimal besser als eins dieser japanischen Kapselhotels. Ach, komm schon. Es könnte schlimmer sein. Wie unser Zimmer in Topeka. Nein, aus. Das habe ich verdrängt und will nie wieder daran denken. Wegen der Kakerlake? Wegen deines Schnarchens. Oh, böse. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, Herpes Roulette. Ich finde meinen. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße. Willst du mir Angst einjagen? Nein. Ach, weil klappt echt gut. Ist nur staubig da drin. Da drunter. Da. Seit wann hast du denn Asthma? Von Geburt an. Normalerweise macht es auch keine Probleme. Ich muss nur vorsichtiger sein bei Staub und
Pollen und wenn ich zu Tode erschreckt werde. Ich bin Arsch. Du wusstest es ja nicht. Alles gut. Wirklich. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Was ist jetzt mit dem... Probierst du das echt? Labello? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Oh mein Gott, ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht. Na, dass du dich komisch fühlst. Was knistert denn da in der Luft? Ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Was wird das? Oh mein Gott, ich... Oh. Hat sie schon wieder verarscht? Ich verarsch dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Au! Oh. Sorry. Wer ist das? Irgendeiner, der spioniert, würde ich sagen. Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay. Toller Chef. Wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Wie ist der denn drauf? Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Viel Glück bei der Zimmersuche. Die sind schon süß zusammen, die zwei. Komm, na komm los, los! Was machen die denn? Die hauen ab? Wo zur Hölle gehen die hin? Thank you.
Der Mann mit den Gummihandschuhen. Sah die Puppe eben aus wie die Kate? Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst, okay? Sehe ich irgendwie gestresst aus? Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Hätte ich nur eine für Mr. Dumont gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Scheiße. Gut, dann wühl hier nicht wie verrückt herum, sondern geh organisiert vor. Methodical. Blaue Tasche, ganz vorn. Ich habe mir das genau eingeprägt. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Wer denn jetzt? Er? Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Was? Was stimmt mit dem nicht? Dieses Hotel ist so riesig. Ich kann es nicht fassen, dass wir hier sind. Hast du Angst, dass das die anderen Folgen billig aussehen lässt? Sie sind billig. Ist eben so. Halt! Diese Folge werden die Leute nicht vergessen. Wird sie in Emmy einsacken? Genau, den Preis holen wir uns. Halt dich an mich, Aaron. Ich will hoch hinaus. Das ist eine Visitenkarte von dem anderen. Mach dir keinen Kopf. Du stellst sicher, dass bei mir alles rund läuft. Ich stell sicher, dass du Arbeit hast. Noch mehr Sammelobjekte. Okay. Klar. Obelois, Visitenkarten, Bilder. Mano. Ich bin in sowas nicht gut. Oh, warte mal. Wir verlaufen uns jetzt hier mega fett. Obeloi! Schnibbel die Schnapp! Wieder eine normale. Schnauf? Ich bin das nicht, der so schnauft. Ich muss ja auch noch mal an den Tisch. Oh, hier gibt's was zu lesen. So. Mr. Morello. Guten Abend, vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet,
da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace Avenue und W63rd Street, Englewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Grantham Dumais. Aha. Hey Charlie, ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für die Firma leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Ich will Assistenten? Nur... Einen persönlichen Assistenten? Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Sozusagen. Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Tonabmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. So, willst du immer noch Filmregie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ja, sorry, Charlie. Also, willst du keine großen Filme drehen? Themenwechsel, bitte. Hier haben wir ein Gästebuch. Mit jeweils 5, glaube ich. Warte. Nee. Doch. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Mit 5 Leuten. Also, wir sind nicht die Ersten hier. Da war ein 5er-Pack am 4.10. und ein 5er-Pack am 18.10. hier. Beim Auschecken. Und beim Einchecken. Ja gut, sind auch alle... Ja, passt. Also, waren schon mal 2 vor uns hier. Private. Gut, dann gehen wir da hinten durch die Tür. Nee, warte mal, hier war da noch irgendwas hinterm Tresen, glaube ich, oder? Ja, da. Abgesleased. Ha! Wer hat doch gelacht? Wenn ich die nicht aufkrieg. Zack! Eine. Oh, der ist so schwerfällig bei diesem.